Herzlich willkommen bei Medicross mit Mingo Viva so angespielt. Und das ist ein kleines Spielchen, ein sehr kleines Spielchen, wo man halt als kleiner Blechbüchsenritter, so scheint es, doch ist es eigentlich, ja doch, ein Parcours bewältigen muss, wo man halt ganz schnell innerhalb von so und so vielen Sekunden ins Ziel kommen muss, bis man es halt dann geschafft hat, das Ganze. Chapter 2, Rolling Bumper. Ready? Craddy steht da ja. Rake. Okay. So, es gibt wie gesagt verschiedene Chapters. Ja, Chapter 1 habe ich geschafft. Jetzt kommt Chapter 2. Ich habe 31 Sekunden Zeit, nur noch 30, 29. Und muss halt diesen Parcours bewältigen. Das Fleisch, was hier so liegt, das habe ich am Anfang gar nicht verstanden, was das so bedeutet. Das ist, da verringert man die Zeit um eine Sekunde. Zack. Was eigentlich ja schwachsinnig wäre, aber es hilft. Ein klein wenig hilft es. Also, weil die Levels werden natürlich immer schwieriger. Da kommen irgendwelche Fässer auf einen zu und so. Und, ja. So schaut's aus. Das Spiel, genau. Chapter 3, Jumping Night Path. Das habe ich von der Internetseite von Sergeant Rumpel. Das muss man ja natürlich unterstützen. Also, Big Mana brachte mich da drauf. Und er sagte zu mir, ey, guck mal vorbei bei Sergeant Rumpel. Auf jeden Fall dachte ich so, okay. Ja, da gibt's Freeware-Spiele. Okay, hört sich immer im ersten Moment klar immer geil an. Und ist es ja auch, weil die Spiele... weil er sich halt die Mühe macht, Spiele, die halt wirklich kaum einer kennt. Also ich kann das Spiel zum Beispiel überhaupt gar nicht. So. Und, und dass er sich, wie gesagt, die Mühe macht, die Spiele reinzuladen und dann halt, wie gesagt, von verschiedenen Download-Sachen nimmt. Zum Beispiel kann man halt von seiner Seite persönlich runterladen bei manchen Spielen oder halt sofort beim Entwickler. Und er versucht halt, die Spiele damit höher zu, also halt, wie sagt man das? Jetzt habe ich es vergessen. Bekannter zu machen, das Ganze. Und natürlich, dass halt Leute, die dann das Spiel runterladen, das wieder verbreiten an andere und die verbreiten es wieder weiter und dann irgendwie, irgendwann, vielleicht nochmal irgendwie ein Spiel entwickelt wird, was dann noch besser wird und das sagt, kommt irgendwann ein zweiter Teil davon. Weiß es ja natürlich nicht. Und wie gesagt, das finde ich natürlich richtig geil. Ich war auch sofort überzeugt davon, von der ganzen Idee. Und da dachte ich mir, komm, guck's mal nach, was es für Spiele so gibt. Da habe ich das Spiel entdeckt und dachte mir, komm, das passt doch gut zu unserem YouTube-Channel, Gamestalk TV. Und mach das einfach mal. Komm, schaff es, schaff es. Ja, sehr schön. 4 Sekunden blieben noch übrig. Chapter 5, Shine on my helmet! Okay, es ist düster, es ist finster. Aber wie gesagt, ihr seht ja selber, eigentlich ist das alles selber so zu erklären, das Ganze. Mehr brauche ich eigentlich gar nicht zu sagen zu dem Spiel. Ihr seht es ja selber, was man hier so machen muss. Und es geht, also vom Schwierigkeitsgrad, es geht. Aber jetzt erzähle ich es und jetzt gleich fail ich volle Kanne. Natürlich. Nein! Fuck! Wie weit er mich weggebracht hat! Oh, ja sicher! Fick dich doch ins... Keine schlimmen Wörter. 3 Sekunden. Das schaffe ich niemals! Time out! You are done running chain! Was? Night? Irgendwas. So, jetzt fängt man natürlich von Chapter 1 wieder an. Na, ist halt das Schwierige daran, das Ganze, ne? Aber verflucht, hat viel Spaß, ey. Ich hab's am Anfang gar nicht so richtig hinbekommen, das zu installieren. Da fehlte irgendwas und dann musste ich wieder gucken und dann hab ich aber doch jetzt hinbekommen. Und ja, also grafisch, geil. Also ich finde es okay, dafür, dass es wie gesagt ein kostenloses Freeware-Spiel ist. Und, bitte mehr davon. Ohne Spaß. Chapter 2! Rolling Bumper wieder. Mal wieder. Oh, mal wieder das... Was ist denn nun mal so?
Weiß gar nicht, ob das wirklich so viel bringt hier, die Fleischdinger. Wie sagt man, beim Sport soll man ja nicht so viel essen. Und dann bringt das ganze Sportzeugs ja wieder nichts. Glaube ich zumindest. Ja. Oh. Sehr schön. Nein! Hochspringen! Oh, sehr schön. Ah, wieder geschafft. Timeout. Na, ich brauch's gar nicht vorlesen. Okay, weiter geht's. Craddy. Rake. Oh, Alter, wo bin ich denn gelandet? Ist das geil. Hoch, komm. Schaff's. Komm. Nein. Ich wollte geil. Boah. Im Flug geschafft. Oh, fuck. Wollte ich gerade einen Screenshot machen. Habe ich sogar hinbekommen. Okay. Wir haben es gleich geschafft. 5 Sekunden nur noch. Nein. 2. Ja, geht doch. Oh, letzte Sekunde. So, Kapitel 4. Muss ich es mal zu übersetzen. Scheiße. Ah, ich muss mehr springen. Das war sehr knapp. 21 Sekunden noch. Komm, beeil dich. Bitte. Schenk mir einmal, dass ich es schaffe. Da ist es! 8 Sekunden! Also, wir müssen jetzt nicht schlapp machen. Die Platten, die da sind. Die Platten, die da sind, das sind halt so Verlangsamungsplatten. Aber ist, glaube ich, schon aufgefallen. Außer ich habe gerade jetzt erst eingeschaltet, dass ich vorgespult habe, das ganze Video. Kann natürlich auch sein. Dass er gedacht hat, oh komm, den Anfang will ich mir jetzt nicht angucken, voll langweilig. Klappt das auch? Wenn man so läuft? Hm, keine Ahnung. Boah, das war knapp. 15 Sekunden, 13. Boah, das müssen wir jetzt schaffen, komm. Fick dich doch, Alter! 7 Sekunden jetzt, komm runter! Komm, Alter! Ja! Ist das knapp gewesen. Chapter 6. Through the Barrels. Da waren wir noch gar nicht. Bitte schaffen. Bitte einmal. Fuck! Boah, das war jetzt. Alter, komm. So weit war ich noch nie. Nein. Spring. 13 Sekunden. Alter, du wirst jetzt nicht schlapp machen, oder? 10 Sekunden nur noch. Komm. Oh, ich will. Boah. Professor, 4 Sekunden. Meisterlich. Sehr schön. Chapter 7. Square and Unfair. Okay. Soweit war ich noch nie. Das ist eine Premiere sozusagen. Oh, Kacke. Oh, Mann. Ich will jetzt nicht eigentlich fluchen, weil wir haben spät am Abend. Und am Abend fluchte man nicht. Sowas macht man nicht. Nur 13 Sekunden, ja sicher. Alter. Boah, was soll das?
Jetzt bin ich mal so weit und dann schaffe ich das nicht. Time out. You are done. Naja, gut. So ist das halt. Na gut. Jetzt machen wir und laufen ein bisschen und ich werde, wie gesagt, jetzt nochmal ein bisschen was erzählen. Und wir dann auch die Aufnahme beenden. Wie gesagt, holt's euch das Spiel. Es macht hammermäßig Spaß. Für zwischendurch auf jeden Fall. Jetzt so als Let's Play oder so würde ich das natürlich nicht machen. Weil es doch... Doch, man kann es eigentlich. Aber es ist halt doch, denke ich mal, wenn man es so nach 10, 20 Mal nicht geschafft hat, irgendwie weiterzukommen, ist es doch ziemlich frustrierend. Das Ganze. Und ja. So ist es halt. Und als Let's Play... Nee. So taugt das, denke ich mal, überhaupt nichts. So richtig. Also gut, jeder kann es selber entscheiden. Klar, ich würde es auf jeden Fall nicht machen, aber für zwischendurch. Wenn ich mal wirklich mal warten muss, bis Big Mana fertig ist mit seinem, weiß nicht, irgendwie was. Bis wir ihn aufnehmen oder so. Kann ich es mir doch sehr gut vorstellen, das Ganze. Und wie gesagt, ladet euch runter. Am besten klar von Zartschen Rumpels Seite. Man kann es natürlich auch woanders runterladen. Aber Zartschen Rumpel sollte man damit unterstützen, weil er sich halt die Arbeit macht, das Ganze hier so ins, ja, seine ganze Internetseite mit den Freeware-Sachen immer aktuell auch zu halten. Es kommt immer jeden Tag, oder nicht jeden Tag, aber doch, denke ich mal, häufig irgendwie Spiele dazu. Und, ja. Da sollte man das doch unterstützen, das Ganze, die Arbeit. Und ja, da würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich werde auf jeden Fall die Internetseite von Sascha und Rumpel, denke ich mal, in die Beschreibung einfügen, wenn ihr nicht hundertprozentig wisst, wie man da drauf kommt. Die Entwickler natürlich auch in die Beschreibung reintun, wenn ihr euch ein bisschen mehr informieren wollt über die Entwickler, klar. Und ja, bis dann, würde ich sagen. Dankeschön fürs Zuschauen bei Medicross mit Mingo Viva. Und ja, dann bis zum nächsten Mal bei einem anderen Angespielt. Oder bei Big Mana natürlich. War angespielt. Er macht ja sowas ja auch gerne. Also, bis denn. Tschüss. Und ich faile wieder. Nein. Okay, tschüss.